Osterzeit. Kann uns das jemand erklären? Der Textdichter von Odo Fröhliche ist Johannes Daniel Falk. Der lebte vor 200 Jahren mit seiner Familie in Weimar. Damals war Krieg wegen Napoleon und viele Menschen wurden krank. 4 seiner 7 Kinder starben an Typhus. Und es gab sehr viele Kinder in der Stadt, die inzwischen keine Eltern mehr hatten. Seine Frau und er gründeten für diese Kinder ein Waisenhaus. Und Johannes Daniel Falk schrieb für sie zu Weihnachten 1816 dieses Lied von den 3 wichtigsten Festen, also Weihnachten, Ostern und Pfingsten. Christ ist erstanden.